wollte euch heute ein kurzes Video machen zu den Sortimentsumstellungsprodukten, die es jetzt reduziert zu kaufen gibt von Essence und Catrice, was ich mir davon geholt habe und was in meinen Augen beachtenswert ist. Es ist nicht viel, deswegen wird es nur ein kurzes Video und wir fangen am besten direkt an mit einem Produkt, das ich euch schon in meinem Jahresfavoriten gezeigt hatte, in meinen Darling of the Year Awards. Für meine neuen Abonnenten, das ist meine Variante der Jahresfavoriten gewesen. Ich habe zu jeder Kategorie ein eigenes Video gemacht. Ich werde euch das Kategorieübersichtsvideo mal verlinken. Auch unten in der Infobox, da könnt ihr euch das mal angucken. Auf jeden Fall habe ich euch da diesen Lip Liner gezeigt gehabt. Der geht leider aus dem Sortiment und leider habe ich den bei mir auch nicht mehr zu kaufen bekommen. Das ist von Essence, der Lip Liner in der Farbe 01 Soft Rose. Und das ist eine wunderschöne, nudige Farbe, die aber die Lippen sehr, sehr lebendig aussehen lässt. Also nude, aber trotzdem wunderschön natürlich. Und die gefällt mir sehr, sehr gut. Leider habe ich sie nicht mehr gekriegt. Meiner ist ja auch nicht mehr so groß, wie man sieht. Guckt es euch aber an, falls es bei euch noch erhältlich ist. Dann machen wir weiter mit einem Produkt von Essence, worüber ich sehr überrascht war. Allerdings konnte man sich sehr denken, und zwar die gebackenen Lidschatten, die Essence bisher hat. Das sind diese Color & Shine Lidschatten. Und ich habe mir davon jetzt die Farbe 12 Milky Way gekauft. Und ich bin lange Zeit um den Tester, also um den Lidschatten rundum geschlichen. Ich habe den Tester öfter ausprobiert und war sehr, sehr begeistert von der Farbabgabe des Lidschattens. Und als ich dann jetzt gesehen habe, dass er für 95 Cent erhältlich ist und aus dem Sortiment geht, musste ich natürlich zuschlagen. Es ist einfach ein Weiß mit einem super, super tollen Schimmer und einem ganz, ganz tollen Finish und für den Preis definitiv testenswert. Die letzten beiden Sachen, die ich von Essence aus dem Sortiment gehend toll finde und wichtig finde zum Anschauen, sind diese beiden Gel-Eyeliner hier. Die kamen bei der letzten Sortimentsumstellung oder im Frühjahr, also vor einem Jahr, erst ins Sortiment, gehen allerdings jetzt schon wieder raus. Und zwar ist das die Farbe 03 Berlin Rocks, das ist der lilane, und die Farbe 04 I Love NYC, das ist der grüne. Der Lina war leider bei mir nur noch zweimal da und in beiden war reingedatscht, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann, warum man in beide reindatschen muss und nicht nur in einen wen schon. Aber ich wollte ihn trotzdem haben für 95 Cent und da habe ich einfach die obere Schicht ein bisschen abgewischt und kann man ihn auch so benutzen. Ich finde die Farben super toll von beiden. Ich wollte sie auch schon etwas länger haben, war aber mit der Konsistenz der Essence Gel Eyeliner bisher nie so glücklich, weil ich finde, dass die so ein bisschen mousig sind. Beziehungsweise der eine, den ich habe, der ist so mousig und damit funktioniert es bei mir nicht so gut, den Gel Eyeliner zu ziehen. Ich hätte sie ein bisschen cremiger gerne gehabt. Aber wenn ich das jetzt mal hier so teste mit dem Finger, hat sich Essence da wohl das etwas anders gemacht. Also müsste da mit Eyeliner ziehen auch sehr, sehr gut möglich sein. Ansonsten lassen sich die Farben natürlich super als Base zweckentfremden und für 95 Cent kann man absolut nicht meckern. Von daher für mich absolut top. Von Catrice wollte ich zwei Schätzchen mitnehmen. Es ist allerdings nur eins geworden, weil ich eins nicht mehr bekommen habe. Und zwar diese Liquid Liner. Ich habe jetzt hier den Liquid Liner in der Farbe 020 My Glamorized Me. Das ist der silberne, den gibt es in vier verschiedenen Farben. Der schwarze und der schwarze in wasserfest bleiben beide erhalten. Den gab es noch in Gold und in Bronze und die waren beide schon ausverkauft. Und ich hätte sehr, sehr gerne noch den goldenen gehabt. Allerdings gab es den leider nicht mehr. Somit ist nur der silberne mitgekommen. Und die sind gigantisch für den vorherigen Preis. Ich glaube, 4 Euro haben die gekostet. Waren sie mir immer zu teuer, weil ich es nicht so oft benutze. Und als ich jetzt gesehen habe, dass sie sowieso aus dem Sortiment rausgehen, musste ich sie natürlich mitnehmen. Ich glaube, für 1,75 Euro. Der ist auch super deckend mit einem Auftrag schon und sieht einfach nur gigantisch aus. Der goldene auch. Und ich hätte ihn sehr, sehr gerne gehabt. Aber leider war er nicht mehr bei uns da. Schade, schade. Aber kann man nichts machen. Das war es dann auch schon. Ich habe sonst auch die Sortimente durchgeguckt. Da war allerdings nichts dabei, was mich jetzt groß interessiert hatte. Leider auch nichts bei den Nagellacken oder sowas. Und von daher
ist bei mir eine Sophie rausgesprungen. Mein Geldbeutel hat sich gefreut, weil es doch sehr übersichtlich ist in der Preiskategorie unter 5 Euro für die Produkte, die ich jetzt gekauft habe. Und lasst mich mal wissen, was vielleicht noch beachtenswert wäre von den Produkten, die rausgehen oder was ihr euch noch gesichert habt. Das würde mich sehr, sehr interessieren. Und ich freue mich dann schon, wenn die neuen Sortimente kommen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut!